Guten Tag! Hallo Leute! Mein Name ist Robert und das ist Toni. Und Toni, du hast noch nie Minecraft gespielt. Das stimmt. Und deswegen werden wir uns heute Minecraft in Ultra 3D ansehen. Das ist zwar sehr, sehr krass für jemanden, der noch nie so richtig Minecraft gespielt hat, aber ich muss dir erklären, warum dieses Video so krass ist. Weil in diesem Video wird nämlich Minecraft in Ultra 3D gezeigt und Dinge werden kaputt gemacht und Wasser fließt und alles Mögliche. Und du hast es noch nie gesehen, deswegen muss ich dir das zeigen, okay? Ja, ich bin sehr gespannt. Also, wir gehen einfach mal rein und ich zeig dir das. Also, so kannst du einfach ganz normal ein Minecraft-Haus bauen. Das ist so ein Standard. Aber was jetzt kommt, ist sozusagen das Wasser und in diesem Modpack ist das Wasser ganz besonders. Weil das fließt wie im echten Leben. Okay. So normales Minecraft-Wasser, das fließt einfach so wie so Blöcke. Aber schau dir das Wasser mal an. Das ist abgefahren, oder? Das ist sozusagen komplett in 3D gerendert und man weiß nicht so ganz richtig, wie das gemacht wird. Und die zeigen sozusagen viele verschiedene Arten. Guck mal, jetzt baut er, oh mein Gott, nochmal so ein Haus. Darf ich schnell? Ja, richtig schnell. Ah, jetzt zeigt er sozusagen, wie das Wasser die Treppe runterfließen wird. Das funktioniert, das ist von der Schwerkraft einfach richtig. Alter, als ob so viel Wasser aus einem einzigen Eimer rauskommt. Und da kann er das einfach hinsetzen. Ja, und ja, da kommt einfach unendlich viel Wasser raus. Du musst wissen, in Minecraft, wenn man 4 Eimer Wasser hat, kann man einen ganzen Ozean draus machen. Ja, das ist dann unendlich sozusagen, das Wasser. Sehr cool. Deswegen funktioniert das meistens immer so. Das ist halt ein riesiger Wasserfall, der da runter... Der füllt einfach das ganze Ding auf. Ich glaube, was er jetzt machen wird, ist, er demonstriert, wie das Wasser auch durch einen Zaun sozusagen durchgehen kann. Weil normalerweise ist zum Beispiel so ein Zaun in Minecraft, der hat zwar Löcher, aber im normalen Minecraft geht kein Wasser durch. Ich zeig dir das kurz mit dem Wasser. Also wie das in echt aussieht. So, weil wenn du nämlich Wasser in Minecraft platzierst, dann ist es nicht so wie in dem Video. Pass auf, also guck, das ist jetzt die normale Minecraft-Welt. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel Wasser nehmen, das ist derselbe Bucket, wie er ihn jetzt auch hatte in dem Video, dann ist es bei ihm im Video richtig krass. Aber bei uns in Minecraft ist es einfach nur so normales Wasser, weißt du, wie ich meine? Okay, ja, das sieht ja gar nicht so cool aus. Nee, das sieht überhaupt nicht so, deswegen finde ich das andere so interessant. Wenn du in Minecraft einen normalen Zaun nimmst, ne, so wie der hier, dann bei ihm im Video fließt es so raus. Aber bei uns können wir dann Minecraft so... Siehst du? Das ist so... Oh mein Gott, wie da einfach so ein Rand ist. Ja, genau. Und Minecraft ignoriert es sozusagen, dass da so Löcher im Zaun sind. Das ergibt eigentlich gar keinen Sinn. Deswegen ist Minecraft in Real Life so viel interessanter. Okay, ja, spannend. Dann schauen wir mal weiter rein. Schauen wir mal weiter rein, was wir da noch so haben. Okay. Das ist jetzt ein Cauldron, den er da hat. Das ist... Oh. Okay, dass du so Wasser platzieren kannst, das geht ja auch nicht. Das splasht. Das ist so krass, wie verschieden das ist. Und was eigentlich auch nicht funktioniert, es gibt eigentlich keine Kreise in Minecraft. Und das ist so ein... Es gibt nur Blöcke. Es gibt nur Blöcke. Nur Blöcke? Es gibt keinen einzigen Kreis. Also es gibt unmöglich, dass du einen Kreis finden kannst in Minecraft. Also im Original. Aber jetzt baut er wieder was. Da sieht man das normale Wasser. Guck, das ist zum Beispiel, wenn du Wasser und Lava zusammentust, dann kriegst du Stein raus. So. Und so sieht es dann sozusagen in Original aus. Und wenn er jetzt aber das gleiche mit diesem HD-Ding macht, mit diesem HD-Texture-Pack, sieht es viel krasser aus. Oh mein Gott. Also wie die Lava aussieht. Oh, guck, und dann kriegst du da Obsidian raus. Es gibt nämlich immer einen Unterschied, ob du Wasser auf Lava drauf machst oder Lava auf Wasser. Weil wenn du nämlich, wenn du Lava auf Wasser drauf machst, kriegst du Obsidian und andersrum kriegst du Stein. Oha, das ist viel komplizierter, als ich dachte. Es ist mega kompliziert. Also deswegen, in Minecraft gibt es schon noch richtig viel. Du musst unbedingt mal Minecraft spielen. Unbedingt. Ich glaube, ich habe einiges noch zu lernen. Auf jeden Fall. Leute, wenn ihr mal wollt, dass Toni mal eine Runde Minecraft spielt, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben auf dieses Video. Ich bin da ja professionell drin. Und jetzt zeigt er, glaube ich, das Gleiche nochmal mit dem HD-Texture-Pack. Okay, und Blöcke können auch einfach so in der Luft schweben, wie der Block. Ja, Blöcke können in der Luft schweben, ja. Außer Sand. Sand kann nicht in der Luft schweben. Ja, und Gravel auch nicht. Es gibt noch ein paar andere Blöcke, die nicht in der Luft schweben können, aber die anderen können alle in der Luft schweben. Hat auch nicht so richtig so Sinn, aber das ist in Minecraft so. Okay. Also, das muss man erstmal verstehen, ja. Oh, guck mal, da sieht man sogar, der hat sogar wie so einen Wasserhahn da links, so dass der füllt es so komplett auf und da schlängelt sich sogar diese Lava so drumherum. Oh, das sieht schon krass aus. Wie die Lava aber so strahlt. Das ist mega cool. Das ist mega HD einfach. Es ist zu HD für dieses Spiel einfach so.
Oh, 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 okay, okay, okay. TNT. TNT. Oh, soll ich dir vielleicht mal zeigen, wie so ein TNT normal explodiert? Ja. Okay, okay. Warte mal, wir nehmen uns mal eine Fläche, die ein bisschen freier ist. Ja, zum Beispiel da, am Strand. Am Strand hast du genug Platz. So, und den TNT kannst du so hinplatzieren und brauchst dafür dann noch Feuer. Und das ist so ein Feuerstein, den man hier hat. Der heißt Flint and Steel. Und wenn du den anzündest, dann explodiert es eigentlich so. Das ist der klassische Minecraft-Weg. Was hier jetzt interessant ist, ist, dass die das wieder gemoddet haben und das wird jetzt wahrscheinlich anders aussehen. Deswegen gucken wir mal rein, wie das aussieht. Oh nee, der zeigt das sogar auch. Oh nein. Egal, egal. Er hat schon wieder den Kopf geschüttelt. Jetzt kommt, glaube ich, die HD-Version. Mal gucken, wie die das umgesetzt haben. Also das wird jetzt auf jeden Fall noch mal ein bisschen anders aussehen, glaube ich. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Oh, das zündet auf jeden Fall. Wow! Okay, das ist einfach so ein Kinofilm. Okay, das ist schon sehr crazy. Oh, was? Oh. Sind da ganz viele kleine Kügelchen. Der hat wie so einzelne Partikel sozusagen, die daraus entstanden sind. Was? Sieht aus wie Moos ein bisschen. Oh, ich glaube, der sprengt jetzt sogar ein Haus, Mann. Oh, das wird bestimmt voll krass aussehen. Der wird wahrscheinlich das ganze Haus gleich kaputt machen. Ah, da hat er wieder den TNT-Block. Oh, ui. No. Sogar zwei. Macht er normal oder? Oh, Alter. Oh, was? Jetzt ist das ganze Holz einfach so klein. Das ist so abgefahren. Da ist wirklich alles komplett in einzelne Stücke wie im echten Leben so zerfallen. Das ist voll crazy. Sieht mega aus. Oh mein Gott. Und der kann da sogar durchlaufen. Die bewegen sich so, sozusagen. Der kann die so herumschieben, die ganzen Stückchen. Und das verwirrt mich voll, wenn der so schnell baut. Mich hier. Auch. Es tut ein bisschen in den Augen weh, wenn der das macht, gell? Das ist Gravel. Gravel, ja. Und Gravel ist genauso wie Sand. Das fällt eigentlich runter in Minecraft. Das ist kein Block. Ah. Der sozusagen stehen bleibt. Aha. Deswegen, wow. Okay, das macht der normale Gravel nicht. So sieht es bei dem aus jetzt im Video. Ne, das zerfällt so. Willst du mal sehen, wie das im echten Minecraft aussieht? Ja, zeig es mal. Also das ist, was im echten Minecraft passiert. Das war's. Da passiert ja gar nichts. Ja. Deswegen. Wir haben es quasi nachgemacht. Also es passiert quasi gar nichts. Hier ist eigentlich jetzt das Gleiche wie, oh, mit diesen Zäunen. Das heißt, normalerweise kann auch nichts durch einen Zaun durch. Aha. Aber krass, wie der das macht. Und er baut immer so schnell. Oh nein, oh, jetzt wird er zwei Blöcke wahrscheinlich miteinander zusammenclashen. Ah. Oh. Hä? Ich glaube, der wird jetzt gleich so beide zusammen mixen wahrscheinlich, wie in so einem Mixer. Das ist Sand und Gravel, ja, oder? Alter, was? Guck mal, das vermischt sich sogar von den einzelnen Partikeln her. Kleine Kügelchen. Das ist echt crazy. Oh, der springt gleich in den Sand rein und dann wird's kaputt gehen. Ah, okay. No way. Guck mal, jetzt wird's richtig smooth, jetzt springt er rein. Er jumpt da selber drauf. Ja, ja, der kann fliegen, der ist gerade im Creative Mode. Oh mein Gott, wie cool. Der kann das sogar so selber verschieben. Ja, der hat so Spuren, die er auch gezogen hat. Oh, ja, das ist jetzt Schleim. Oh, das sieht schon sehr cool aus. Also im normalen Spiel sieht der Schleim nicht so aus. Das sieht aus wie dieses klebrige Glibberzeug, was man so von manchen Ja, kann. genau. So, wenn man sich das selber mit Klebstoff herstellt, genauso. Oh. Oha, das sieht so realistisch aus, wie das da runterfällt. Krass. Das könnte echt wie im echten Leben aussehen. Guck mal, das schlängelt sich auch um alles drüber. Oh. Oh. Der leuchtet richtig. Was macht er jetzt? Oh, jetzt macht er einen Schleimpool, glaube ich. Noch mehr mit dem Schleim. Wow. Ja, den Schleim finde ich schon toll. Ne? Ich glaube, er wird wahrscheinlich noch später Honig zeigen, weil Honig ist eigentlich quasi genau gleich wie Schleim. Man kann Schleim in Minecraft nutzen, um so Blöcke zusammenzukleben. Er fungiert sozusagen wie Kleber. Oh. Was war das? Oh, der wird jetzt, glaube ich, zeigen, wie das. Der wird jetzt zeigen, wie Dinge in Wasser reinplumpsen, sozusagen. Und was die dann für Fontänen, glaube ich, schießen. Oh, nee. Ich hab gerade voll so eine hohe Fontäne erwartet. Oh, Mann. Er ist einfach verschwunden. Ja, es war Schleim. Du dachtest, es ist Wasser, aber es war Schleim. Es war Schleim von Anfang an. Okay, okay. Anfänger. Oha, was? Die haben erst sogar. In dem. Wow! Was?
crazy. Der ganze Pool war sogar so verschleimt. Oh Mann, man muss diesen Mod mal finden. Okay. Er hat einen Schalter und es sind bunte Bälle. Oh, das ist so ein Ding. So ein Bällebad cool. Ist das. Oh, crazy. Oh. Aber ich weiß, also das Item gibt es nicht in Minecraft. Ich weiß nicht, woher er das hat. Das sind einfach so Plastikbälle. Bällebad. Sieht ein bisschen so aus wie Wolle. Wow. Eieiei. Oh, das ist mega cool. Das sieht so abgefahren aus. Oh, jetzt baut er wieder richtig schnell die Treppe. Oh. Krass. Das sieht cool aus mit diesen seitlichen Verzierungen. Ja, ne? Der hat sich richtig... Oh, was? Okay, das ist so eine Wasserrutsche. Stimmt. Oder? Das ist wie so ein Gummireifen. Uh-huh. Oh mein Gott. Es rutscht er da runter? Nee, er lässt den Reifen einfach runterfallen. Krass. Also es gibt halt keine Reifen in Minecraft, deswegen ist das so beeindruckend. So. Okay. Realistisch. Ah, jetzt macht er was mit Schnee. Okay, Schnee ist circa genau gleich wie Sand eigentlich. Nur ein bisschen anders. Realistisch. Oh nein. Das sieht aus wie so Watte, richtig. Aha. Das ist so abgefahren. Wie es auch noch so bleibt in dieser Blockstruktur. Zeigt jetzt nochmal in Minecraft, wie es normal ist. Ah, guck, da passiert okay. Aber gar nichts. Oh, jetzt macht er was mit Honig. Ah, das hast oh, du... Ja. Da sind Bienen! Ja, also was der gerade macht, ist, du kannst in Minecraft, wenn da so ein Bienenstock oben ist und du ein Lagerfeuer unten drunter platzierst, dann holst du die Bienen raus. Und dann kannst du ihr zu Hause klauen und ihren Honig klauen. Uiuiui. Genau, so ähnlich. Okay, aber gibt's die Bienen genauso im normalen Minecraft? Ja, gibt es. Die kann man tatsächlich finden. Im Wald gibt's die. Die sind ja cool. Und guck, jetzt saugt er den gerade den Honig aus, weil er die erst aus dem Zuhause vertrieben hat. Ja. Ganz brutal. Und jetzt wird er wahrscheinlich gleich den Honig in Flüssigzeug. Oh! Oh, jetzt fließt der Honig da so runter. Man muss schon sagen, dass der schon recht lecker aussieht, der Honig. Oh mein Gott. Oh, Alter, boah, was? Mit diesem Licht da so durchgeht. Der leuchtet richtig. Also es ist ähnlich wie Lava, würde ich sagen. Mhm. So. Auch viel langsamer. Nochmal langsamer, ja. Und vom Licht her lässt der mehr durch sozusagen. Die Lava leuchtet von sich aus mehr. Das ist schon cool. Viel. Der hat einfach nur so ein kleines Glas ausgeschüttet, gell? Und jetzt ist es wieder so ein riesiger Whirlpool. Aha. Ein ja. Honigbad. Oh, jetzt zeigt. Oh, was macht er jetzt? Eine Glasscheibe. Okay. Normalerweise sollte da jetzt eigentlich gar nichts passieren, aber ich glaube, hier wird dann wahrscheinlich die Glasscheibe richtig brechen, wenn er jetzt dagegen schießt. Er schießt einfach mit einem Pfeil dagegen. Ja, normalerweise in Minecraft passiert da gar nichts. Okay, so wie jetzt. So wie jetzt. Und er muss es so kaputt hauen und dann, guck mal, die bleiben sogar trotzdem mit drin hängen. Oha, man merkt direkt, dass die Scheibe hier mehr HD ist. So. Mhm. Das heißt also, hier dürfte auf jeden Fall was anders sein. Ich glaube, da wird es jetzt brechen. Okay, er schießt. Wow, Alter. Oh, das sieht schon ultra krass aus. Er hat einfach so ein Loch reingeschossen. Oh. Die ganzen Glasscherben. Oh mein Gott, stimmt, Alter. Die ganzen Glasscherben da unten sehen auch so realistisch aus. Wow, das ist krass. Oh, jetzt macht er nochmal was mit Glas. Der soll mal so eine riesige Glasscheibe kaputt machen. Oh, jetzt macht er nur mal eine einzelne. Was ist das? Das ist jetzt, glaube ich, auch Glas. Aber ein Glasblock, glaube ich. So realistisch. Wow. Sieht aus wie Diamanten. Ne, sieht echt aus. Aber es gibt auch Diamanten in Minecraft. Es gibt auch Diamanten? Ja. Diamanten sind tatsächlich das seltenste Item in Minecraft. Und was kann man dann damit machen? Du kannst dir eine Diamantspitzhacke bauen. Oh mein Gott. Ah ja, guck mal. Der hat jetzt auch dieses Flint and Steel, was ich dir vorhin gezeigt habe. Das ist dieser Feuerstein. Und damit kannst du eigentlich alles abbrennen. Und das Ding ist so, also wenn du dir das ansiehst, so sieht es jetzt bei ihm aus. So. Und ich kann dir nochmal kurz sagen. Also wenn du jetzt einfach nur ein normales Feuer nimmst und du zündest da... Okay, wir zünden jetzt mal diesen Baum hier an. Dann sieht das so aus. Oh. So, genau. Also und dann brennt der so ab. Jetzt brennt der Baum komplett ab. Ja, genau. Also man muss da... Guck, jetzt hat er noch die anderen Dinger. So brennt der dann sozusagen. Und bei ihm, ich glaube, der wird, glaube ich... Das sieht schon krasser aus, gell? Ja. Welches findest du besser so vom Look her? So dieses 3D, oder? Natürlich das 3D. Ne? Das ist schon krass. Ja. Wow, aber guck, der passt sich sogar an die Kanten an. Oh, was? Das ganze Haus brennt. Sieht aus wie so ein Lava-Haus, gell? Aha. Oh mein Gott, da drin könnte man mal leben. Oh, okay, jetzt ist die Lava deutlich schneller. Ist nicht so wie der Honig. Nee, aber guck, das hat mehr so eine Textur drin. Man kann da so... Übrigens, wenn man so eine Lava anguckt, so...
auf der Sonne sieht es eigentlich genauso aus, wie die Lava hier gerade aussieht. Es gibt nämlich so Bilder, das ist eigentlich ganz interessant, es gibt so Bilder von so Sonnen ganz nah aufgenommen. Es sieht eigentlich quasi genauso aus wie diese Lava hier. Wir blenden euch mal ein HD-Bild ein. So sieht die Sonne aus. Deswegen, ich habe mich mal ganz lange für Sonnen interessiert, deswegen weiß ich das. Ah, sehr spannend. Ja. Geografie für Roman. So, Geografie oder vielleicht auch genau. Sagen wir mal Geografie zu Sonne. Links unten ist das Leben und rechts daneben sind die Fleischkeulen, das ist der Hunger. Wie viel Hunger er hat. Ja, genau, er hat eigentlich gerade. Aber kann er auch was anderes essen als Fleischkeulen? Ja, Karotten. Nur Karotten und Fleisch. Nee, es gibt auch was anderes. Es gibt auch Kuchen. Es gibt auch Äpfel und vieles. Es gibt vieles. Okay. Kann ich dir zeigen. Okay, anscheinend scheint Toni wirklich sehr viel Interesse zu haben an Minecraft. Falls ihr also eine weitere Folge sehen wollt, wo vielleicht Toni das erste Mal Minecraft selber spielt, dann gebt doch einen Daumen nach oben auf dieses Video und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns mal wieder mit Minecraft beschäftigen. Und vergesst übrigens nicht, im Shop vorbeizusehen. Toni trägt hier übrigens das sehr coole Arizu-Käse-T-Shirt. Sehr, sehr lustig. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Und ciao!